play there, actually, from Killefish. Ridiculous match. Yeah, that's a great comeback for Killefish. Oh, no. Killefish are going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und heute zum zweiten Spieltag der Call of Duty European Championships. Wer noch nicht genau weiß, um was es hier geht, den empfehle ich auf jeden Fall nochmal das Video von gestern anzuschauen. Ich verlinke euch das nochmal unten mit in die Videobeschreibung. Dort erkläre ich euch auch, wie sich diese Top 14 Teams von den insgesamt 28 Teams hier zusammengesetzt haben. Diese 14 Teams sind die Teams, die nach Los Angeles reisen für die europäische Region und die Teams spielen hier noch in einem Single Elimination Bracket beziehungsweise haben gestern am Sonntag in einem Single Elimination Bracket nochmal ihre Seedings für Los Angeles ausgespielt und auch nochmal um die Call of Duty World Championship Trophy, ne, nicht um die World Championship Trophy, sondern um die EU Champ Trophy, so schaut's aus, genau, und noch um zusätzlich $10,000 Preisgeld. Wie sich dieses Bracket hier genau zusammengesetzt hat, weiß ich leider nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, die setzen das anhand der Pro Points zusammen, aber es schaut mir hier nicht so aus, weil nämlich, so viel ich weiß, Epsilon und TCM die Top 2 in den Pro Points sind. Somit müsste eigentlich Epsilon und TCM auch einen Free Win haben. Aber hier ist es so, dass TCM und Finnland in der ersten Runde einen Free Win bekommen haben und somit ist, wie oben schon zu sehen, TCM in der ersten Runde direkt weitergekommen. Als nächstes hat NXG Rapid, die Italiener gegen Fab Allstars, die Holländer gespielt, beziehungsweise das Benelux-Team. Dort konnte sich NXG Rapid nach einem 2-0 Rückstand dann mit 3-2 durchsetzen, ist somit in die Quarterfinals weitergezogen. Evergaming hat gegen Clarity Gaming gespielt, Evergaming aus England, Clarity Gaming von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Hier hat Evergaming mit 3-1 gewonnen. Dann hat Team Infused gegen Gamers2 gespielt. Team Infused hat das Match eigentlich gewonnen, wurde aber im Nachhinein noch disqualified, also disqualifiziert. Aus Gründen, ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist, man hat viele Gerüchte auf Twitter gehört, auf jeden Fall soll es da zwischen Infused und Wer irgendwie außerhalb des Events Probleme gegeben haben, beziehungsweise zwischen den Spielern Reedy und Robs, auch soll es hier irgendwie zu einem Kampf gekommen sein bei den zwei, genau, das weiß ich nicht und will ich auch hier gar nicht weiter erwähnen, weil es eigentlich uninteressant ist, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall ist dann hier Gamers2, das spanische Team, weitergekommen ins Viertelfinale. Wie gesagt, Team Finnland hat dann hier einen Freewin bekommen. Als nächstes hatten die Deutschen Underratics Gaming gegen Hyper Games gegen die Franzosen gespielt, mussten sich leider auch knapp mit 3-0 geschlagen geben. Somit ist auch Hyper Games ins Viertelfinale eingezogen. Dann trafen Epsilon Esports, der Turnierfavorit, die Engländer auf die Franzosen Ascentia Gaming, die sich hier auch mit 3-1 natürlich durchsetzen konnten, wie schon zu erwarten war. Und ganz unten im Bracket sehen wir dann auch FaZe Deutschland, die mit 3-1 gegen Vitality X gewinnen konnten. In den Viertelfinal-Matches traf dann TCM Gaming die Engländer auf NXG Rapid, wo sich TCM mit 3-1 durchsetzen konnte. Evergaming konnte mit 3-0 gegen Gamers2 gewinnen und Team Finnland auch überraschenderweise mit 3-1 gegen Hyper Games. Ganz unten haben wir noch Epsilon Esports, die auch mit 3-1 gegen FaZe Deutschland gewonnen haben und somit auch ins Halbfinale eingezogen sind. Somit hatten wir bereits zwei Halbfinalbegegnungen und auch die Top 4, die ja im Prize Money auch mit drin sind. Und TCM Gaming konnte sich hier mit 3-0 gegen Evergaming durchsetzen und ist somit, ja, wie zu erwarten, eigentlich ins Finale eingezogen. Und Team Finnland musste sich auch mit 3-0 gegen Epsilon Esports geschlagen geben. Im Finale trafen dann, wie zu erwarten, TCM Gaming und Epsilon Esports aufeinander in einem sehr, sehr guten Match, wobei sich dann hier Epsilon Esports mit 3-1 durchsetzen konnte und somit den ersten Platz der Call of Duty European Championship belegt und somit auch Europameister ist. Durch den ersten Platz konnte Epsilon Esports nicht nur die Europameisterschaft bzw. den Titel gewinnen, sondern bekam auch noch die European Championship Trophy und $5,000 Preisgeld. Zweiter natürlich dann TCM mit $2,500 Preisgeld und dritter und vierter wurden dann jeweils Evergaming und Team Finnland, die sich jeweils über $1,250 freuen dürfen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ihr es informativ fandet, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und dann hören wir die Tage wieder voneinander. Bis dann, ciao, servus, euer Shox.